Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Wir sind heute nochmal im Starship Simulator und ich hatte ja vor einiger Zeit, ich verlinke es auch nochmal oben, ein Review, einen Überblick über dieses Spiel gegeben und euch auch so verschiedene Stationen gezeigt. Und bei einer, da war ich nicht ganz sicher, wie es funktioniert. Ich habe übrigens inzwischen herausgefunden, wie es funktioniert, nämlich bei dieser Station mit den Schilden. Wenn man Rise macht, dann sieht man, da gehen Wände hoch vorne bei den Fenstern. Und bei Low gehen sie wieder runter. Das nur erstmal als Nachtrag. Ja, wir sind damals mit dem Raumschiff ein bisschen umhergeflogen, haben uns Planeten im eigenen Sonnensystem und so angeguckt. Und dann kam ich auf die Idee, was passiert, wenn ich als Koordinaten überall die Null eintrage. Und habe das gemacht, habe den Kurs gesetzt und bin zum Mittelpunkt unserer Galaxie geflogen. Beziehungsweise ich fliege noch. Insgesamt hat die Zeit, ich weiß nicht, hier oben steht, ich bin schon 3 Tage, 15,5 Stunden unterwegs, 5 Minuten geht es noch, also ein bisschen über 3 Tage, 15,5 Stunden ist die Flugzeit gewesen oder ist sie noch. Und ja, das hat in den letzten Tagen, Wochen immer mal so alle paar Tage habe ich das einfach laufen lassen, weil ich kann nicht das Ding 3,5 Tage durchlaufen lassen oder davor sitzen und zuschauen. Das dauert zu lange. Und darum habe ich das einfach laufen lassen und jetzt sind wir so bei circa 5 Minuten eingestiegen. Jetzt sind es nur noch 4 Minuten bis zum Ziel. Man sieht immer mal zwischendurch eben wie hier so irgendwelche Sternsysteme, an denen man vorbeikommt. Und ich bin mal gespannt, was uns im Mittelpunkt der Galaxie erwartet. Das war jetzt natürlich ein langer Flug. Man hätte jetzt, wenn man vielleicht zu mehreren das spielt, vielleicht nicht den direkten Weg genommen, hätte vielleicht verschiedene Sternsysteme angeflogen, sie sich angeguckt und wäre so nach und nach über die Spielzeit vielleicht zum Mittelpunkt gekommen. Aber selbst das hätte wahrscheinlich viele, viele Spielstunden bedeutet, bis man dann eben im Mittelpunkt ankommt. So, noch 3 Minuten. Der Autopilot wird dann entsprechend, wenn wir uns dem Zielpunkt nähern, uns abbremsen. Ich kann dieses Video auch nicht irgendwie neu machen. Also wenn irgendwelche Fehler, Versprecher oder so drin sind, das ist alles original. Das ist live fast schon, auch wenn es aufgezeichnet ist. Weil die Spielstände lassen sich nicht rekonstruieren und man hat eben nur das, was man, wo man gerade ist bei der Mission. Und ja, da muss ich jetzt eben schauen, dass alles klappt, nichts abstürzt oder irgendwas anderes schief geht. Wir können noch mal kurz hier gucken, also wenn wir hier zu der Konsole, hier sehen wir die ganzen Sternsysteme, da ist unser Ziel eingetragen. Wenn wir jetzt auf die galaktische Übersicht gehen, da sehen wir hier, da sind wir schon fast da. 2 Minuten noch bis zum Ziel. Ich gehe mal hier wieder auf die stellare Ansicht. Wir sind da. Ja. Da ist unser Ziel. Also ich finde das mit dieser Karte in der Mitte recht cool, weil man da also wirklich das so dreidimensional sehen kann, wo man ist. Und ja, also ich habe es, Multiplayer habe ich noch nicht ausprobiert. Da fehlt es mir ehrlich gesagt auch an Leuten, die ich fragen könnte, mit denen wir mal mitspielen können. Ich kenne leider keinen, der das auch im Moment hat. Das, vielleicht ändert sich das, sobald das Spiel offiziell released ist. Das ist ja immer noch die Demo, die ich hier spiele und keine fertige Version.
Und ja, ich weiß nicht, wie groß die Unterschiede zwischen der im Laufe des Jahres noch erscheinenden Version gegenüber dieser jetzt sich unterscheidet. So, jetzt sind wir nur noch knapp 5 Lichtjahre entfernt. Das sind nur noch Sekunden, die er darstellt. Schauen wir mal, was uns dort am Mittelpunkt erwartet. Ich bin auch gespannt, ob dann später auch Shuttles im Hangar sind und ob man dann auch mit dem Shuttle vielleicht mal auf den Planeten runterfliegen kann. Mal gucken. Also da bin ich auch sehr gespannt, was da noch alles kommt. So, jetzt sollten wir eigentlich langsam abbremsen. So, irgendwie ruckelt es heute ein bisschen. Jetzt. Wir werden langsamer. Hier sehen wir, die Leistung in Prozent wird langsam weniger. Zeit ist schon wieder gestiegen. So, wir sind noch nicht ganz da eigentlich. Eigentlich sind wir noch nicht ganz da. Fliegen wir noch ein bisschen dichter ran. Mal gucken, ich hätte. Das ist gar nicht so leicht, die Steuerung so zu machen, dass das also auch alles passt. So, jetzt sind wir. Ich muss immer ein bisschen abbremsen, damit ich nicht übers Ziel hinausschieße. Darum zieht sich jetzt das doch ein bisschen in die Länge. So, jetzt mal gucken. Wo ist jetzt der Navigationspunkt? Nee, das ist der nicht. Aber wir sind jetzt fast da. Falsche Taste erwischt. Ich habe das Gefühl, wir sind doch darüber hinausgeschossen. Da. Wir uns immer noch nähern. Ups.
Obwohl man keine Geschwindigkeit hat, hält man sich dem immer noch an. Gut, ja, wir sind jetzt im Mittelpunkt oder am Mittelpunkt der Galaxie. Wir haben 3 Stunden, 15, nee, 3 Tage, 15 Stunden und 36 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Es ist nicht wirklich hier was zu sehen. Kein schwarzes Loch zu entdecken oder so. Vielleicht habe ich es nur nicht gesehen. Aber viel sieht man jetzt hier auch nicht. Es sind ein paar Sternsysteme in der Nähe, aber das war es dann auch schon. Und wenn wir jetzt mal gucken. Ah, halt, falsche Konsole. So, unsere Galaxie und wir sind im Mittelpunkt. Ich hatte irgendwie was Spektakuläres erwartet, aber gut, hat nicht sollen sein. Ja, vielleicht als nächstes mal irgendwie in die Randsysteme hier, in so ein äußeres System. Dazu werde ich allerdings die Mission neu starten. Immer wenn man neu startet eine Mission, dann fängt man immer bei uns im Sonnensystem, im Orbit der Erde an. Weil wenn ich jetzt von hier starte, dann sind das wieder allein schon 4 Tage fast, bis ich irgendwie in die Nähe von der Erde komme. Und dann ist ja noch der Weg nach draußen. Dann jetzt wird es sowieso spannend. Mittelpunkt der Erde ist einfach einzugeben, weil das sind alles nur Nullen. Aber hier außen, da muss ich dann selbst schauen, wie das funktioniert, dass ich da den richtigen Weg hinfinde. Und dann schaue ich mal, ob ich hier die, vielleicht sogar die Galaxie verlassen kann und was danach kommt. Denn erstmal sehe ich nur unsere Galaxie. Ich kann nicht weiter aus dem Bereich hinaus zoomen. Ne? Also Galactic Position, das ist das, was wir hier in unserer Galaxie an Position haben. Und nicht, dass man irgendwie andere Galaxien vielleicht noch sieht. Ja, das war es auch dann schon. Wie gesagt, wenn ich den Weg nach außerhalb der Galaxie mache und auch den Rand erreiche, dann würde ich wieder ein Video machen. Ansonsten war es das bis jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hinterlasst bitte ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst trotzdem ein Like da. Und dann sehen wir und hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, ciao, ciao.